Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und ich hab's getan. Ich habe mir einen Arnold geleistet. Er hat jetzt auch keine Verträge mehr, aber war einfach der billigste mit 100.000. Also wenn ich ihn jetzt wieder verkaufen müsste, könnte ich ihn entweder mit leicht Gewinn verkaufen oder eben plus minus null. Und das hat für mich ausgereicht, um zu sagen, okay, wenn ich den als kleinen Schnapper bekomme, dann kaufe ich den mal und teste den. Vielleicht ist er ja auch einfach super geil und ich behalte den. Das werden wir dann rausfinden. Jetzt aber noch nicht in dem Spiel, weil jetzt spielen wir erstmal Bundesliga. Und da ist Pulisic wieder gefragt. Er hat sich wirklich sexy angefühlt im ersten Spiel. Nur eben keinen Scorerpunkt gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann schauen wir mal, wie wir spielen. Ich hoffe natürlich. Okay, es ist wieder ein. Er fällt mir gerade ein, im letzten Spiel hatten wir ja auch einen Gegner mit einem eher schwächeren Team und haben haushoch gewonnen. Und ich hoffe mal, dass auch dieses Mal das nicht abbricht und wir gegen den hier durchspielen dürfen. Aber das ist interessant, dass wir jetzt doch zweimal nacheinander ein nicht ganz so starkes Team haben. Aber er könnte natürlich sehr gut spielen. Er muss ja nicht deswegen automatisch ein schlechter Spieler sein. So, Jesus als Stürmer, Mané, Martial, das sind natürlich drei trotzdem gute Spieler. Dembele, Kanté, Eriksen. Ja, Eriksen würde ich wahrscheinlich nicht als ZM spielen. Dembele, weiß ich nicht, habe ich die Stats nicht im Kopf. David Luiz, Koscielny, auch ungewöhnliche Innenverteidiger. Und Butlin mal wieder im Tor. So, konzentrieren. Falls ich ein Tor fress, egal, nicht aufregen. Falls ich verlieren sollte, scheiß drauf, wir haben noch mehr Spiele vor uns. Ich habe aber Glück und meine individuelle Klasse sorgt dafür, dass wir hier gewinnen. Schauen wir mal. Ach Gott, ich habe aussehen auf Ball verlegen gedrückt, weil ich noch einen Spieler wechseln wollte. Boah, ein interessanter Pass, der auch noch ankommt. Wir haben aussehen auf Ball verlegen gedrückt gehabt, was nicht der Plan war. Knapp. Was? Den hat er so verzogen? Ich dachte, da wäre da jemand dran gewesen. Okay, krass. Es ist halt echt blöd, dass wir jetzt immer auf Mali oder. Ich probier mal rüber auf den Bele zu flanken. Das soll immer noch mehr Sinn machen als auf. Was? Warum denn auf Pisscheck? Aber okay, es klappt. Oh nein. Er spielt einen Pissjack ran. Das war ja auch wieder ein schöner Slapstick. Schön gemacht von. Was? Oh Gott! Ballverlust war richtig bitter. Von Vidal. Ist gut. Interessant verteidigt, also. Sehen wir jemanden, der gerne dribbelt und Tricks, die man sieht. Scheiße. Ja, das ist ein guter Spieler, würde ich behaupten, weil er darf so niemals da durchkommen. Gegen so viele Spieler, da, weiß ich nicht, einen nach dem anderen austribbeln und austrickst. Darf einfach nicht passieren. Oh, aus der Drehung. Ich hätte mich erst drehen sollen. Aber wir sind immerhin mal zum Tor des Gegners gekommen.
Schön gemacht von Vidal, aber der Gegner ist gut, der Gegner ist gut. Oh, ist ja gut. Das nervt auf jeden Fall. Weil es ist ein sehr anstrengender Spielstil. Also das ist super schwer zu verteidigen. Weil die ganze Zeit nur am Tricksen und Dribbeln ist. Schade. Bleiben wir leider hängen. Schön gemacht von Hector. Gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber hast du spät gesehen, dass Pulisic da viel, viel besser durchkommt und dann hätte ich, glaube ich, nochmal auf Pulisic passen sollen. Ah, der Ball kommt richtig scheiße. Oh! Wenn der ja ein richtig gutes Team hätte, oh mein Gott. Das wäre richtig anstrengend. Nein, ich wollte die Schusstäuschung machen. Fuck! Ruhig bleiben. Zum Glück, ich dachte schon, er hält ihn drin. Geiler Pass, das war ja auch super schwer. Ich meine, klar, muss man verkacken. Schön gemacht von Reus. Also wir haben echt Glück, dass wir das deutlich bessere Team haben, weil mir auf jeden Fall meine Spieler schon jetzt den Arsch zum Mittel gerettet haben. Ich glaube, wenn ich ein gleichwertiges Team hätte wie der Gegner, würde er mich hardcore dominieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel aus Grund dieser Tatsache, dass wir gewinnen können. Wir müssen halt bloß dranbleiben und dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Man muss halt weiter versuchen, gut und vor allem mega konzentriert zu verteidigen, weil das ist die Hauptsache. Das ist so schwer. War es dann leider zu eng. Schön gemacht von Vidal. Hätte ich wahrscheinlich versuchen sollen, den Kopfball zu gehen. Schön gemacht von Bentaleb. Ihn liegen. Oh, und Vidal bekommt den Ball nicht. Was? Boah, das wäre es wieder gewesen. So ein scheiß Lackertrick dabei. Sehr gut für den Pisscheck. Zu weit vorgelegt. Schön wiedergeholt von Dembele.
Fuck, was für ein schwacher Abschluss, ey. Scheiße. Das war richtig schlecht. Aber wie gesagt, Pulisic hat leider auch nicht den besten Distanzschuss, aber ich habe halt gehofft, dass das stimmt, von wegen kleine Spieler haben einen deutlich besseren. Oh, was ist denn das für ein Laufpass, Freund? Aber von Pulisic, der war von Pulisic. Richtig schlecht. Oh, fuck! Alu mit Pulisic, das wäre ein schöner Treffer gewesen. Also ein Führungstreffer für uns wäre auf jeden Fall nicht unverdient. Oh, da muss es doch nur rangehen. Wie er noch aus einer Pechsituation Glück rausholt. Gut gemacht von Piszczek. Ich werde erstmal wechseln, Müller sage ich schon, Reus hat keine Power mehr. Ich glaube, den Bilde lasse ich vielleicht mal noch eine Sekunde mit drin, ne? Wobei, wir wissen ja gar nicht, wann der Ball das nächste Mal rausfliegt. Nee, scheiß drauf. Ist auch schon relativ spät im Spiel. Ach, dieser Alu-Treffer. Oh, was für ein Glück schon wieder. Also, bringt auf jeden Fall Glück mit. Er spielt sehr gut, aber er bringt auch Glück mit. Alter, das ist schon wieder eine Situation, die Pulisic komplett verschießt. Ich glaube, ich muss ihn wirklich rausnehmen. Es bringt mir ja nichts, wenn er sich gut anfühlt und gut in Position steht und alles, er aber die Chancen nicht nutzt. Dritte große Chance, die er nicht macht. Ah, Pulisic bleibt dran. Das macht er halt gut. Wie gesagt, er fühlt sich echt nicht schlecht an am Ball oder so. Aber die Abschlüsse waren jetzt richtig kacke und die sind ja nun schon geboostet mit Maestro. Mann, Pulisic alleine hätte das Spiel entscheiden können. Wenn jetzt ein Tor frei ist, ist echt ärgerlich. Boah, zum Glück. Natürlich dann abbrechen, weil ich gesehen habe, Piszczek kommt scheiße zum Schuss. Aber dann hat er nicht mehr abgebrochen und den Schuss da schon draus gemacht, leider. Oh, was macht ihr denn hier unten wieder? Sehr gut von Vidal, komm. Oh, da haben wir ein bisschen Glück. Also es wäre auf jeden Fall eine verdiente 1-0-Führung für mich. Hatten gute Chancen. Oh, Pulisic! Aber das eine Mal stand da auch in der Box drin. Was war denn das für ein Abschluss, verdammt? Fuck. Muss mal gucken, ob ich irgendwie
vielleicht auf Deadeye wechsel, dass wir halt das Tripling nicht boosten. Und halt nur Schuss und Pass machen, ob das besser ist. Aber ich glaube, Deadeye boostet wieder den Distanzschuss nur um 5 statt um 15, statt um 10. Und darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Wieder mal wieder, ey. Ja, der Ball kam dann halt ganz anders wieder, weil die zwei sich wieder behindert haben, als ich mir das vorgestellt habe. Was für ein Dreckslacker, ey. Was für ein Scheißlacker. Oh mein Gott. So unverdient. Natürlich wird der schwere Schuss von ihm reingemacht, was sonst. Ich werde es nicht schaffen. Es ist einfach wieder so ein ganz typisches Spiel, so ein ganz typischer Gegner, wo das einfach wieder nicht funktionieren wird. Ich werde auch keine Torschance mehr generieren, das ist immer so. Aber wie gesagt, Pulisic komplett enttäuschend in dem Spiel, was die Chancenverwertung angeht. Wenn das so weitergeht, dann. Ja, kann ich es vergessen. Eieieiei, oh, das gibt's nicht. Ich hab's geahnt. Irgendwie hab ich's geahnt, dass das in dem Spiel passieren wird. Irgendwie hab ich's geahnt. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's geahnt. Natürlich gar niemand mehr das drauf hat. Fuck. Und wieder lag er sich den zweiten Ball. Nice. War so klar, es war so klar. Ja, und dann kommt der Pass nicht an, klar. Was sonst? Und das zweite Mal Alu von Pulisic, nice. Ich sag noch, das war die erste unverdiente Niederlage. Meiner Meinung nach hätten wir das schon in den ersten 90 Minuten gewinnen müssen können, wie auch immer.
Fuck you. Ich wusste es, ich hab's gewusst. Scheißegal, auf zum nächsten Spiel. Wie gesagt, wenn der Gegner ein gleich starkes Team hat wie ich, dann wird's noch schwerer. Vielleicht wird's dann halt auch, wie gesagt, am besten Spielerklasse sonst, wird's halt noch schwerer oder der Gegner dominiert uns sogar. So wäre es eine verdiente Sieg gewesen nach 90 Minuten und ich denke, wir haben uns den Ausgleich dann auch einfach extrem verdient gehabt in der Verlängerung nochmal durch den Alu-Treffer. Ja, Pulisic, wie gesagt, die Abschlüsse. Ich meine, klar, zweimal Alu ist halt Pech. Kann jedem passieren, egal wie gut der Abschluss ist. Ja, was soll ich noch sagen? Die anderen beiden Abschlüsse waren halt richtig scheiße. Aber das ist das Ding. Daran muss ich ihn halt messen. Er fühlt sich geil an, aber wenn seine Abschlüsse so schlecht sind, er hat erst zwei Spiele gemacht. Er kann jetzt auch im nächsten Spiel drei Tore schießen und er ist der große Held, ne? Aber wenn das so weitergeht, dann wird er definitiv wieder ersetzt werden und dann wahrscheinlich durch Müller wieder. Da weiß ich, was ich habe. Vor allem weiß ich, dass ich da gute Abschlüsse habe. Ich werde noch mal gucken. Also wir machen jetzt erstmal Premier League. Da bin ich gespannt auf Van Aanholt. Aber ich werde noch mal gucken nach einem anderen Champions League Style. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass Maestro der Beste war, weil der wenigstens den Distanzschuss um 10 Punkte boostet. Und Deadeye nur um 5 oder so, und das geht nicht. Ich brauche halt auch einen gewissen Distanzschuss bei einem ZOM logischerweise. Weil der eine Alu-Treffer war ja, glaube ich, auch ZOM, oder hat schon jemand den Geburtstags Torres, El Nino und natürlich daneben in 94er Suarez steht, aber sonst nichts, ne? Sonst normales Team. Bisher sehr merkwürdige Teams. Er hatte jetzt einfach nur krasse Stürmer. So, wir haben gut gespielt, wir hatten zwei Alu-Treffer, wir hätten verdient gewinnen können. Alles ist gut. Bisher haben wir kein Spiel verdient verloren. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder, hoffen, dass Eriksen wieder mindestens 3 Scorerpunkte macht und sind gespannt, wie Van Aanholt durchdrehen wird. Oder ob er überhaupt durchdreht. Aber gut verteidigen würde mir ja schon mal reichen. Ich sag, seine Arbeitsraten gefallen mir eigentlich nicht so gut. Hohe Arbeitsraten im Angriff. Schade, hätte ich glaube ich direkt weiterleiten müssen auf Eriksen, dann wäre es interessant geworden. Das war jetzt gerade eben Van Aanholt übrigens, der Suarez da einfach mal den Ball wegnimmt. Also, das war eine richtig gute erste Aktion, weil mit dem Suarez nimmst du nicht einfach so den Ball weg. Das war gerade Van Aanholt, das war jetzt wieder ein bisschen dumm. Was macht denn der da in der Offensive? Was ist mit dem los? Das war auch Van Aanholt. Also er ist auf jeden Fall schon mal direkt mega auffällig in den ersten Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Nicht der beste Ball vom Gegner, aber hat funktioniert. Die hatte auch ein bisschen Glück. Auch da wieder Probleme mit der Ballkontrolle. Zu straffer Pass. Oben ist alles blank. Da dachte ich eigentlich, Reed hätte den Ball. Kommen wir denn da wieder durch? Oh, Schmeichel. Schmeichel hält nicht gerne Bälle fest nach Ecken, kann das sein? Dabei hat er doch eigentlich eine gute. Dabei hat er doch eigentlich eine gute Ballsicherheit. Komisch. Aber er bringt die dann auch immer auf den ersten Pfosten. Da kann es eigentlich auch direkt auf den ersten Pfosten bringen. Schade. Sehr gut, der hätte gefährlich werden können, der Ball. Abseits. Ist klar, wenn der erst eine Stunde später gespielt wird. Also ich weiß immer ganz genau, wo er die Pässe hinspielt, aber ich schaff's einfach gerade nicht, die abzufangen. Entweder sind die immer. Oh nein, das war jetzt. Also wenn er jetzt ein Tor fressen, ist es meine Schuld. Ja, also ich weiß auch nicht, was da los ist. Entweder sind wir zu langsam oder. Es klappt gerade gar nicht mit dem Abfangen.
Oh, wunderschön gemacht von Manet. Den Pass, den Einwurf habe ich einen Tick zu zeitig gespielt. Krass, dass er den nicht macht. Den muss er natürlich machen. Ne? Also den schießt er zwar komplett auf den Torhüter, aber den muss er machen. Also müsste jetzt schon 1-0 für den Gegner stehen. Wusste, dass das diesmal so macht. Oh, das hat er gut gemacht. Wäre geil, wenn mal diese Scheiße aufhören würde. Muss ruhig bleiben, selbst wenn jetzt. Das Tor schießen soll, dann muss ich ruhig bleiben. Kein schlechter Schuss, leider neben das Tor. Jetzt mal ganz in Ruhe hier ein Spiel aufziehen, vielleicht nicht immer durch die Mitte. Vielleicht nicht immer über außen, das wollte ich sagen. Sei denn halt, Mané ist so frei, dann wäre es ziemlich dumm, das nicht zu machen. Wieder mal, Alu, was soll denn das? Ich meine, wäre jetzt auch nicht verdient gewesen, aber es ist natürlich trotzdem eine große Torschance, die hier Eriksen ruhig mal machen könnte. Guter Schuss von Eriksen. Ach nein, ich spiele da auch, habe ich gar nicht gemerkt. Oh, Scheiße. Ich dachte, da unten kommt einer von mir gelaufen. Dabei war es der Gegner. Ich bin zu doof, ey. Aber ohne Scheiß, warum kommt da keiner von mir gelaufen? Ach, Benteke. Sehr schön von Smalling. Das war schön getribbelt mit Eriksen. Krass, wie Eriksen da am Ball bleibt. Oh, am Ball bleibt, das war jetzt schon mal. Eriksen macht auf jeden Fall auch Spaß am Fuß. Am Fuß, am Ball. Och, wieder der Alu-Treffer. Der hätte das ganze Spiel auf den Kopf stellen können. Mann! Aber wir sind dann am Ende zumindest besser ins Spiel reingekommen. Das war schon mal einiges wert. Sehr schön gemacht. Jetzt bitte den Ball nicht ins Ausgehen lassen. Danke. War mir überhaupt nicht ersichtlich, wo der Ball aufkommen wird. Deswegen konnte ich mit Arnautovic leider nicht entgegengehen. Und da sollte der Ball. Ach, sehr gut gemacht mit Arni. Schöner Ball. Nein! Oh, haben wir ein Glück, aber dabei sollte da logischerweise nicht hingehen.
Na also, oh! Da habe ich ihn aber auch stundenlang rumkombiniert, aber schwerer Schuss, krass, dass Ding Gaillet reinmacht. Oh, da war das zweite Mal Alu, aber dieses Mal ging er wenigstens danach rein, nachdem man ins Alu schießt. Krasser Schuss. Oh, da war der Ball ein paar Mal vorher weg. Also da hat man natürlich, wie das jetzt ja aufgebaut war, war natürlich schon ein paar glückliche Situationen dabei, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, nachdem wir den ersten Alu-Treffer jetzt schon hatten, ist das zweite Ding jetzt hier nicht ganz unverdient. Jetzt wird er anscheinend ein bisschen pissig, oder? Mit Smalling kannst du halt nicht dribbeln, ne? Deswegen musste ich irgendwas probieren. Auch Van Aanholt direkt im ersten Spiel verletzt, aber hat eine auffällige, gute Rolle gespielt, kann man sagen. Schöner Schuss von Eriksen. Oh, ich wollte reinflanken, aber ich glaube, Benteke ist dann auch weggelaufen, von daher. Komm! Sehr gut von Mané. Ich wusste, dass er mich da so rennen lässt. Scheiße, aber Traumpass, oder? Traumpass. Und dann halt leider nicht geil getroffen mit Arnautovic und deswegen ging das Ding nicht rein. Aber der Pass war erstmal Sahne. Und das hätte auch das 2-0 sein können. Das muss das 2-0 sein. Kann ich halt auch einfach nochmal rüberlegen auf Mané, aber ich dachte, den machst du jetzt, den schlänzt du jetzt mit Eriksen rein und. Ja, das muss es 2-0 sein. Das war auf jeden Fall mein Fehler. Scheiße, Mann. Das 2-0 wäre halt wahrscheinlich der Deckel gewesen. Sehr ärgerlich. Man hat keinen Bock mehr, wie es aussieht. Das ist aggressiver. Fuck! Benteke kann doch eigentlich gar nicht so schlecht dribbeln. Was ist denn da los? Also, dass ich das 2-0 nicht mache, da mit Eriksen, das nervt mich stark. Okay, weiß nicht, warum jetzt die Verbindung abbricht. Ich glaube nicht, dass es der Gegner war. Es war wahrscheinlich wieder EA-Server. Wird sich der Gegner jetzt freuen, weil er das Spiel nicht gewertet bekommt? Ich freue mich auch, weil ich jetzt gewinne. Ist okay. Vorlagen, Coleman. Ach, oh, der Alu-Treffer von Eriksen und dann auch das Ding. Das muss ich halt mit Eriksen machen. Aber es war halt zu spät geschossen. Das war halt einfach zu spät geschossen. Der Torhüter war schon zu nah. Also wahrscheinlich darf ich da nicht weiter sprinten, beziehungsweise er muss halt eher schießen oder den Ball rüberlegen. Ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Bin nicht zufrieden. Schön, dass ich gewonnen habe, aber ich bin nicht zufrieden. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Ach ja, Van Aanholt ziemlich beastie in dem Spiel. Also ich glaube, ihn werden wir behalten, wenn er so weiterspielt. Ist halt die Frage, ob er defensiv, ob er jetzt vielleicht zu oft offensiv aktiv wird. Da müssen wir mal gucken, ob mir das auf den Sack gehen wird, dass er mir halt zu viel offensiv rumeiert. Aber werden wir mal schauen. Ich werde jetzt mal nach einem anderen Chemistry-Style oder ich werde mal gucken, ob ich Pulisic einen anderen Chemistry-Style geben will. Ansonsten würde ich immer so weiter mit Maestro testen. Ich brauche eigentlich einen, der, glaube ich, seinen Schuss noch mehr boostet. Aber halt vor allem. Ach Mann, das wird schwer. Ich glaube, wir werden keinen finden. Aber wir schauen mal. In diesem Sinne, macht's gut, euer Paxis. Tschö, tschö.